Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Freunde, wir waren tatsächlich beim letzten Mal hier und in diesem Herrenhaus weiter unterwegs gewesen, beziehungsweise Anwesen. Das heißt ja nicht Herrenhaus, das heißt ja Anwesen hier, Residenz, genau. Und was ist denn das? Wir haben hier noch einen Gang. Stahlbrücke. Ach so, das waren die alten Gebiete. Alles klar, liebe Freunde. Genau. Letzten Mal haben wir Alfred getroffen. Und der Typ, der ist ein komischer Kauz tatsächlich. Und genau. Jetzt ist mir natürlich noch eingefallen, dass wir jetzt erstmal in diesem Haus tatsächlich nichts mehr zu tun haben erstmal, weil wir brauchen ja die Waffen dafür. Und genau, das heißt, wir müssen noch einmal raus hier. Alles klar. Ich hoffe, wie gesagt, dass dem Typen da zu trauen ist. Dem Alfred. Wobei er nicht gerade die vertrauenserwechselndsten Eindruck macht. Gut, Freunde. Wir haben Steve gerettet beim letzten Mal. Wir haben ihm den Arsch gerettet, weil er den Alarm aktiviert hat. Und genau. Gehen wir einfach mal hier raus, weil wir hatten hier draußen tatsächlich noch eine Tür. Genau, bei diesen Moskitos, die hier sind. Genau, weil da können wir jetzt nämlich noch einmal raus hier. So. Bin ich mal gespannt, was da ist. Ich glaube nämlich, dass es sich da auch um einen anderen Teil des der Residenz hier handelt. Ja? Und sie ist von innen zugenagelt. Ich kann sie nicht öffnen. Genau, liebe Freunde. Willkommen zurück bei Resident Evil Code Veronica an diesem Sonntagabend. Und genau hier. Genau, Freunde. Ich nehme sie da am Sonntagabend auf, diesmal am 13.03. Um genau zu sein, und ja. Och, nein. Nein, bitte nicht. Nicht diese Scheißköter. Oh Gott. Ich hasse diese Hunde. Oh. Mein Gott. Ah, der eine ist kaputt. So, Freunde, aber die Hunde, die kriegen wir ja platt. Boah, guckt euch mal diese Fleischwunden an bei denen. Die sehen ja krass aus, diese Fleischwunden bei den Viechern. Naja, gut, wo sind wir hier? Militärische Trainingsanlage? Also doch kein Teil vom Anwesen, oder was? Haben wir hier irgendwas? Nö. Okay, da sagt sie gar nichts zu hier. Der Fahrstuhl ist im unteren Geschoss. Ich kann ihn nicht nutzen. Ein riesiges Tor. Okay. Und, ihr hattet mir auch einen Kommentar geschrieben, dass wir tatsächlich in ein Gefängnis der Umbrella EU sind. Ah, was ist das denn? Boah, schnell reagiert hier. Wo kommt der denn auf einmal her hier? Aufstehen lassen, genau, weil sonst verschwindet der Schuss. Blöder Hund. Genau, Freunde, wir sind nämlich in Europa tatsächlich. Von Umbrella Paris oder sowas, glaube ich, hattet ihr gesagt. In den Kommentaren. Und was haben wir hier? Pfeile! Wozu brauchen wir denn... Ah, das sind diese Pfeile, Freunde. Für die Armbrust. Prüfe. Pfeile. Stahlpfeile für Armbrust. Sehr kompakt. Dankeschön. Also gibt es hier tatsächlich in diesem Spiel auch eine Armbrust. Ja, so wie im zweiten Teil, ne, mit Claire. Das werden Erinnerungen wach. Hoffentlich ist die Armbrust hier leichter zu bedienen. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Alles klar. Und was es mit Alfred und Alexia auf sich hat? Also wie die beiden da in der letzten Folge diese Libelle zerstückelt haben, ist natürlich nicht so doll, ne? Noch mehr Gebäude?
Hey, das sieht aber doch nach einem Teil von der Residenz aus. Und guckt mal da, was mich da anlächelt. Ein rotes Kraut. Vielen Dank. Das sieht doch irgendwie nach einem Teil von dem Herrenhaus aus. Boah, diese Musik hier, Freude. Erinnert mich ein bisschen an den ersten Teil. Ein silberner Kartenlöser. Ja, wo gehen wir jetzt am besten als erstes hin? Da geht's hoch. Oh, coole Musik hier. So, aber bleiben wir erstmal hier unten und gehen wir mal hier rein. So, Freunde. Bin ich mal gespannt, was hier jetzt abgeht. Auf jeden Fall Zombie-Action hier, okay. So, die gleichen Sounds wie im zweiten Teil. Und der hier unten, der. Genau, lad mal nach. Ah, ich wusste es doch hier. Wie viel hältst du aus, Kollege? Ah, der geht kaputt. Sehr schön. Okay. Viele Dokumente des Sicherheitsdienstes. Nichts Nützliches. Das ist ja ein Kopierer. Er kann auch als Drucker benutzt werden. Ja, das ist natürlich eine Standardfunktion, ne? Da, komm her. Da ist er. Da. Ich hoffe, das ist nur einer hier, ey. So. Oh Gott. Er steht doch mal auf. Seit wann stehen die denn zwei mal auf hier? Oh Gott. Okay, der ist weg. Gott sei Dank. Was haben wir denn hier, Freunde? Was haben wir hier? Eine Karte dieser Trainingsanlage. Ich könnte sie ausdrucken. Ja, mach mal, Claire. Da haben wir eine Karte, Freunde. Der Kopierer. Ja, hier ist die Karte. Hallo? Ah ja. Entnehmen. Die Karte der Trainingsanlage erhalten. Wow. Das ist schon ein bisschen was größer hier. Okay. Jetzt ist hier gerade eine Fliege auf meinem Bildschirm. Geh weg. So. noch mehr Pfeile. Boah, 60 Stück. Meine Güte, Freunde. 60 Pfeile. Oh, da ist er. Okay. Nein! Ah, du Penner-Zombie, echt. Oh Gott, die stehen schnell auf hier. Die stehen schnell auf. Okay, und schieß. Einmal gebissen worden und schon hier wieder im gelben Zustand, ey. Aber das war der letzte hier. Es ist mit deinem einfachen Schloss verschlossen. Ich brauche Dietrich. Ziemlich unordentlich. Hier ist nichts Nützliches. Boah. Da ist aber ein grünes Kraut. Das ist sehr nützlich. Das würde ich nämlich tatsächlich jetzt, hiermit zusammenmischen, genau. Dann haben wir noch mal eine zweite Heilung. Sehr gut. Ziemlich unordentlich. Und ja, Freunde, die Steuerung von diesem Spiel geht auch langsam ins Fleisch über. Ihr habt mir einen Tipp gegeben, dass ich mir die vielleicht auch mal handschriftlich aufschreiben soll. Das habe ich jetzt sogar tatsächlich gemacht, also das hilft. Vielen Dank, Al, an dieser Stelle. Von guten Pixel-Tee. Er hat das geschrieben. Auch, ja, vielen Dank. Sei auch gegrüßt an dieser Stelle. So, in dem Schrank wird bestimmt etwas gelagert. Für diese Tür brauchen Sie einen besonderen Schlüssel. Den haben wir natürlich nicht. Ne? Gut. Wie, sonst ist hier gar nichts? Sonst ist hier gar nichts. Dieses gelbe Päckchen da? Nee. Ich muss mir diese Stellen mal merken, wo man hier den Dietrich nutzen kann, weil es werden immer mehr Stellen. Und wenn wir dann zurückgehen, dann wäre es cool, wenn ich die Stellen noch weiß. So, Freunde. Dann haben wir da vorne die Tür, weil hier ist ja auch zu. Silberner Kartendieser. So, gucken wir mal hier rein.
So, wartet mal, mein Handy ist jetzt gerade hier am Aktivieren. Okay. Hier. Und schieß. Claire, schieß schneller. So. Oh Gott. Oh Gott. Um Himmels Willen. Ist aber auch so eng hier, ey. Ein Getränkeautomat. Rosso. Ich brauche nichts zu trinken. Nicht, Claire? Guck mal, da aus steht schon eine Flasche. Okay, dann halt nicht. Ein Getränkeautomat. Alles klar. Die heulen hier weiter rum. So. Hier ist nichts Interessantes. Ihr mit euren Sounds hier, ey. Hier ist nichts Interessantes, aber da kommt ein Zombie. Claire. Na komm. Er steht nochmal auf. Okay. Komm her. Oh Gott, nicht nachladen. Hallo? Neun Schuss. Neun Schuss. Alles klar. Oh Mann, ey. Oh Gott. Wir haben nur noch zwei Schuss. Warum haben wir keine Munition mehr? Reingestopfte, verdreckte Handtücher. Oh Gott. Ja, der hängt jetzt natürlich genau da drin. Hier ist nichts Interessantes. Was ist da? Noch mehr Pfeile. Okay. Nichts Interessantes. Oh, verdammt. Ja, wie komme ich jetzt an dem vorbei? Hier in diesem engen Gegänge, ey. Ich muss mich einmal beißen lassen, ne? Weil ich habe keine Munition. Oh, das sind zwei. Okay, es sind zwei. Ich habe keine Munition für euch, sorry. ich würde vorschlagen, dann gehen wir einfach mal hoch. Kommen wir hier einfach später nochmal wieder. Ja, warum denn nicht? So, Claire. Mach dich hier hin. Genau. Hoch hier? Oh, kleine Ladesequenz. Okay. Wo sind wir hier gelandet? Alles klar, diese Tür ist zu, wie es scheint. Die Türklinke fehlt. Ah, okay. Die hier, die geht. Alles klar. Musik hört auf. Ich hoffe, den Speicherraum. Oh, bitte. Ich muss hier Munition mäßig abholen. Schreibwaren. Nichts Nützliches. Nee. Hier scheint irgendwas anderes zu sein. Ah nein, ich wollte gar nicht raus. Ach, Claire. Was machst du denn für Wachen? Ja, gut. Komm, dann geh wieder rein hier. Dann geh wieder rein, Claire. Gut, alles klar, Freunde. Was haben wir denn hier? Hier ist nichts Süßliches. Gibt es hier irgendwo die? Da drin ist irgendwas. Es ist so dunkel. Ja, alles klar. Ist dunkel. Gut. Kann man hier irgendwas lesen? Käfige? Blutflecken? Ob hier Tierversuche gemacht? Oh Gott. Was ist das? Ah! Unsere Armbrust. Mit 30 Schuss nochmal drin. Sehr schön. Ein Dokument. Ja, Freunde, lesen wir mal. Memo über Passnummer. Die Sicherheitstüren im Bio-Experimentierraum lassen sich mit einer vierstelligen Codenummer öffnen. Das weißt du doch hoffentlich noch. Ich habe gerade Anweisungen vom Systemadministrator bekommen, diese Codenummer wieder mal zu ändern. Was mich nur beunruhigt dabei, ist die Tatsache, dass du ja öfters wichtige Memos verschlüsselst, Codezahlen vergisst oder sogar Chemikalien verlegst. Also ein sehr vergesslicher Kollege. Um dieses Problem zu lösen, habe ich mir etwas einfallen lassen. Du kennst doch das Bild mit dem roten menschlichen Skelett hinten im Bio-Experimentierer, oder? Okay, da war ich noch nicht.
Ich habe die Zahl, die dort auf dem Bild steht, als Codenummer angegeben. Wenn du also dieses Memo verlierst und die Zahl vergisst, schau einfach dort auf dem Bild nach. Naja, ich glaube nicht, dass du diesen Notfallcode jemals brauchen wirst, aber jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid. Also pass auf dich auf. Ein rotes Skelettbild also. Keine Ahnung, wo das ist. Notfall, die Tür ist verriegelt. Auf der Tür steht Bio-Experiment-Raum. Die Raumluft ist nicht normal. Ich kann die Codenummer nicht eingeben. Okay. Was ist denn das jetzt? Oh Gott. Boah, hab ich erschrocken. Hilf ihm! Scheiße. Ach, da! Es scheint niemand hier zu sein. Da unten steht aber tatsächlich was. An der hinteren Tür hängt ein rotes Bild. Ich kann die Nummer von hier aus nicht erkennen. Ja, kann jetzt dieser blöde Alarm... Tür steht... Ich ruf ne, Die Luft ist nicht normal. Okay. Ja. Dieser Alarm nervt. Naja, gut. Dann lassen wir mal den Alarm laufen. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir die Dings haben. Die Armbrust. Hört der Alarm jetzt mal bitte auf? Oha. Oha. Yo! Alles klar. That was close. Könnt ihr mal den Alarm ausmachen? Der nervt. Gut. Alles klar. Okay, ja, wir haben da scheinbar irgendwas aktiviert. Alles klar. Gut. Das heißt aber auch, dass wir da jetzt rechts nochmal in die Tür müssen, weil wir haben jetzt eine Waffe. Wir haben jetzt tatsächlich eine Armbrust. Ach, dieser Drecksalarm. Der nervt. Der nervt richtig. So, Freunde. Das heißt, dann können wir uns hier nochmal um die Zombies kümmern. Genau. Rüste das aus und, ja. So. Wo seid ihr? Da sind sie. Okay, und... Ui, guckt mal hier. Ey, andere, oh Gott. Okay, spiel Fußball und weg hier. Oh, für Himmels Willen. Andere Schießweise tatsächlich, der Armbrust. Sie schießt jetzt einzelne Bolzen. Das ist interessant, ja. Im zweiten Teil waren es ja immer drei, die abgefeuert wurden. Okay, dann hier und hier und hier und hier in der Zack, Zack. Fünf Stück. Hey, cool eigentlich. Mag ich, die Waffe. Mag ich. Auf jeden Fall. Sie sind auch leichter zu treffen, habe ich das Gefühl. Die Zombies, ne? Da ist nichts mehr. Gibt es hier noch was in den Schließfächern? Nichts Interessantes. Doch, da ist was. Hahaha, noch mehr Pfeile hier. Sehr schön. 120 Stück. Nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Da ist noch eine Tür. Oh Gott. Und eine Leiche, die von Kakerlaken gepiesackt wurde. Noch mehr Bolzen. Was? Diese Leiche ist voller Blut. Alles klar, Leute. Wir haben irgendwie mehr als genug Munition für die Armbrust. Das finde ich gut. Wartet mal, was stehen da für Namen drauf hier? K.
Die kann man leider nicht schließen. Schade. Wäre interessant gewesen, ne? Alles klar, aber dann können wir ja auch jetzt da hinten in die Tür. Ne? Genau, die da hinten, die Tür, die klappt. Dann gehen wir hier rein, Claire. Wollen wir doch mal gucken, was wir hier haben. Ach, ekliges Quietsche hier. Was ist das? Was ist das hier? Auf jeden Fall... Okay. Nackte Zombies, Freunde. Da haben wir sie wieder. Ja, Claire. Ah, der kotzt mich an. Was zur Hölle? Der kotzt mich einfach an. Ja, gut. Alles klar. Ah, nackte Zombies, das ist sowas wie eine Sauna oder so, ne? Eine Sauna, ja. Der Raum ist voll heißer Luft. Oh Gott. FKK-Zombies. Oh Gott. Ich will hier raus, Leute. Lass mich hier raus. Die zucken auch noch so. Alles klar, da ist noch einer. Aber hey. Können wir einfach hier so machen. Ah, die brauchen ein paar mehr Schuss. Die brauchen mehr Schuss. Ah. Okay. Aber die Waffe ist cool, die gefällt mir auf jeden Fall. Da kann man Pistolenmuni sparen. Hier tropft was. Hier tropft noch Wasser. Scheinbar wurde sie bis vor kurzem benutzt. Ja, von den Zombies, ne? Ich meine, die wollten jetzt ja auch duschen. Nee, eher nicht. Ich glaube... Ach, guck mal, was ist das denn da unten? Kann man da irgendwie rein? Da steht irgendeine Vase oder so. Können wir baden? Wir können baden, Claire. Wie cool. Wie cool das einfach ist, ey. So, was ist das? An diesem Rohr ist ein Ventil. Ja, mach mal. Wir baden in der Sauna. Was ist denn hier los, ey? Wie cool. So. Ist das laute Geräusch weg. Oh, und da liegt was auf dem Boden. Jo, wir baden nach wie vor. Und da liegt was auf dem Boden, Freunde. So. Ein Schild mit Schlüssel. Ein Schlüssel mit Schild, meine ich. Sorry. Was haben wir denn da? Prüfe. Kleiner Schlüssel. Das Wort Lager ist zu erkennen. Alles klar. Lagerschlüssel. Hm, was haben wir hier? Das Gerät kontrolliert den Wasserfluss. Es ist defekt. Ja, toll. Das heißt, wir brauchen hier gar nichts mehr in dieser Sauna. Cool, Freunde. Da müsste ich mal gucken, wo das Lager nochmal ist. Ist das vielleicht Residenz? Nee. Ist jetzt die Frage, ne? Können wir denn jetzt hin, sagt mal. Lagerschlüssel haben wir jetzt. Da kommen wir nicht rein. Wartet mal. Cool. Ist jetzt die Frage, wo wir mit dem Lagerschlüssel hin können, ne? Hier sind die Duschen. Ne, dann haben wir hier anscheinbar echt nichts mehr. Also, das ist, vielleicht hier noch irgendwo ein Heilkraut oder so? Nein, okay. Alles klar, Freunde, dann gehen wir aber wieder hier raus. bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hier weiterkommen mit dem Lagerschlüssel. Einmal nochmal komplett hier raus, wa? Oh, diese Mucke hier. Da oben liegt eine Zeitung drauf. Aber ist auch defekt. Okay. Okay, Claire, dann, ja, du willst ja auch nichts daraus klauen. Ich meine, was soll's dir bringen, ne? Getränke hier in diesem Spiel dienen ja nicht der Heilung. Ach, guck mal, da was liegt da aber auf dem Telefon? Ha, guck mal, fast übersehe dir. Ah, gut. Sonst hier noch irgendwas an dem Telefon? Keine was? Kein Freizeichen. Die Leitung wurde scheinbar abgetrennt. Alles klar.
Gut, da ist das Tor ist jetzt zu. Und oh, wir sind schon beim Folgenende angekommen. Das ging schnell jetzt. Alles klar, liebe Leute, würde ich einfach mal sagen. Jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's entweder beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.